Wie viel Zahl hat es gekostet? Machen wir nochmal weiter jetzt. Gespielt habe. Enttäuschend. Enttäuscht von mir selber. Dieser Fahrt. Ich habe übrigens was herausgefunden, das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Eine Garage kostet nicht 50.000, wie ich gedacht habe, sondern du kannst eine neue Garage um 100. 150.000 oder 180.000? Bin ich jetzt nicht sicher, aber du hast dann gleich drei Stellplätze, das ändert natürlich einiges. Wenn man nicht sage, wir haben dann 560.000 Kredit. Kaufen uns die Garage in Linz, habe ich schon beschlossen. Linz wird unser nächster Ort. Wir werden ganz Österreich machen und dann es international gehen. Aber wenn wir in Linz kaufen, das heißt, in Linz geben wir aus 280.000 für, dass wir die 5 Stellplätze haben. Ja. Das heißt, wir haben dann noch 300.000. Auf jeden Fall. Ohne, oder zwar 80, aber sagen wir 300.000. Ohne dem, was wir zusätzlich verdient haben. Das würden wir da schauen, dass wir doch ein bisschen mehr haben. Ja? Könnten wir uns wirklich 3 LKWs holen. Ja? Also alles im Allen sollten wir schauen, dass wir 100.000 zusätzlich zum Kredit dann haben. Wir könnten dann uns nämlich wirklich 3 LKWs gleich holen für diese Garage. So der Masterplan jetzt einmal. Aber wenn ich sage, wenn da 3 Fahrer drin sind, die uns 3.000 wieder mehr am Tag einbringen, ja, dann haben wir insgesamt 7 Fahrer. Wenn ich rechne, jeder vielleicht 1.500. Österreichische Grenze. Welcome home. Wenn ich sage, jeder 1.500, ja, dann haben wir den Kredit auf jeden Fall nur durch das erinnern. Natürlich wäre die andere Option, wir kaufen die Garage, werten sie noch nicht auf, holen uns natürlich voll ausgestattete LKWs dabei. Kaufen uns dann vielleicht noch eine Garage, wo wir wieder 3 Plätze haben statt 2. Kostet ein bisschen mehr, aber wir könnten zum Beispiel überall mal eine Garage kaufen in Österreich. Oh, das wäre auch nicht so eine falsche Idee. Überall eine Garage in Österreich kaufen. Und immer die 3 Fahrer halt voll belegen. Und dann erst aufwerten. Wenn wir das gemacht haben, also wenn wir dann alle aufgewartet haben in Österreich, gehen wir international. Das war eine Überlegung wert. Bin ich. Wann ist jetzt noch? Dauert noch. Warte noch entfernt davon. Jetzt holen wir uns mal den letzten LKW für uns hier. Dann müssen wir noch die Kredite zurückzahlen erst. Aber wir haben einen Plan. We have a plan. Jetzt was schauen.
Brauchen wir das nicht schon, das können wir dann auch schon. Können wir auch schauen, wenn wir dann dort sind. Die Waage. Ich muss gar nicht auf die Waage. Das machen wir mal immer. Geradeaus nach Verona. Schon da. Das ist Innsbruck West. Könnte man auch theoretisch in Innsbruck kaufen, dann hätten wir am einen Ende von Österreich auch eine Garage, die erste, und dann könnten wir uns Salzburg, Linz, Graz oder Klagenfurt auch so nachkaufen. Klingt aber nicht so schlecht mit dem, dass wir erstmal nur drei Plätze haben, weil das, glaube ich, mehr rentiert. Wir kriegen zwei Plätze. Zwei Plätze für 100.000, drei für 180. Wir hätten aber auch eine weitere Garage eben. Die Kurve Schuppel hat. Oh, die Backma. Wow. Ortsstelle 500 Meter. Bremsen uns wieder an. Rein uns an. So. Zu den letzten 300 Kilometern. Richtung Bozen zur Staatsgrenze.
Bam, 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 bam. Ziehen und weiter geht's. Da werden sie nicht einmal berührt. Wir zahlen für alle Strafe, außer wir sind zu schnell fahren. Das ist schon krank. Aber sieht man auch, was Geschwindigkeit ausmacht. Fahren jetzt, sage ich, 35 Minuten. Und haben für, also für Wien-London, da habe ich nämlich geschaut, haben wir eine Stunde 20 gebraucht, eben von Wien nach London mit den Ruhezeiten. Also mit Stehenbleiben, tanken waren wir einmal. Wir haben, wie gesagt, eine Stunde 20 gebraucht für 1500 Kilometer. Wir sind jetzt bei 35, schon 1000 Kilometer, also. Hier in Südtirol. Sind wir schon mal gefahren, aber wo sind wir hier hingefahren? Sind wir dann nach Verona gefahren? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wo wir da hingefahren sind. Wir waren in Italien, das kann mich erinnern. Aber wo war ich leider nicht mehr. Weiß ich nicht.
Was ich nehme. Mailand war es nicht. Bologna könnte ich mir jetzt auch nicht erinnern. War es Verona? Wir waren schon einmal in Mailand? Was anderes kann ich mich nicht erinnern. Oder dass es Mailand war. Aber gut, es nähert sich. Dem Ende zu. 2 Stunden 19 sagt die Uhr. 147 sagen die Kilometer. Fahren wir durch in der Folge noch. Ich schaue gerade einen Flieger rechts, Flughafen. Keine Sorge, ab der nächsten Folge bin ich wieder normal gefahren, aber dann möchte ich es wirklich auch schaffen. Ich würde halt so eine lange Strecke gerne schaffen, nicht so 600-700 Kilometer. Ich würde mal über 1200-1300 ohne Strafe, ohne irgendwas, würde ich gerne mal schaffen. So, es ist ja eine Telepass-Karte. Ist zu, dann nehmen wir den hier. So, Leute. Bam, 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 bam.
schauen uns dort dann noch an. Und in der nächsten Folge, was unsere Fahrer so wieder eingenommen haben und so. In der Zwischenzeit, was sie so treiben. Rechnen wieder. Ich glaube, der LKW würde sich jetzt dann ausgehen, auf jeden Fall. Ein neuer. Viva Italia! Da rechts ist auch irgendwas. Fragezeichen. Aber da nicht reinfahren und freischalten. Dann Händler. Scania. Haben wir einen Scania eigentlich? Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir einen Scania haben. Geht herauszufinden? Schaden mit Abzüge. Weil wir dumm sind. Was ist denn drüben? Cargo Trans. Antwort vorbei. Ah, da gleich. Ah, steht nicht perfekt, aber da steht drin. Erstmal reinschieben. Ausgezeichnet. Das Schaden kriegt, aber. Haben die da jetzt so? Salzburg könnte man eigentlich. Salzburg dann. Gut, aber das sehen wir dann bei der nächsten Folge.